Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute mal zusammen den Tokyo Tower hier an. Bin ich noch nie gewesen. Kenne ich von Bildern. Und Gott sei Dank gibt es ja Google Earth Pro. Und das ermöglicht es mir, naja, 3D-bedingt so nah es geht, an diesen Turm heranzukommen. Wir werden uns den Turm angucken. So gut es geht, von unten jetzt gleich hier und werden hier so die Hotspots, so die einzelnen Stellen, die man betreten kann, betreten. Na, wir gehen mal noch mal ein bisschen raus. Sind jetzt hier gerade. Genau. Präfektur Tokio. Auf oder in Japan. Hier ist dann der Tokyo Tower. Sieht man. Oh, guck mal, wie geil. Richtig schön heranzoomen. Das Geile an Google Earth Pro ist halt einfach so die Möglichkeiten, die man halt hat. Ich meine, man hat jetzt hier wirklich, man kann von hier aus die Gebäude so wirklich 3D sehen. Und hier glänzt dann so richtig der Tokyo Tower. Und wir werden mal gucken, dass wir hier noch ein Stück weiter runterkommen. Ja, hier haben wir jetzt hier die ganzen Straßen, die entlang führen. Der ist umgeben von wirklich echt viel Bäumen, auf jeden Fall. Und. Ist auch, ich weiß gar nicht, inwieweit der öffentlich zugänglich ist. Denn hier vorne führt auf jeden Fall eine Straße lang, so wie ich das sehen kann. Ich kann mal gucken, dass ich jetzt gerade mal hier so ein bisschen drehen kann. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo in der Nähe irgendwo Fuß fassen können. Denn umso näher wir rangehen, umso verschwommener wird es. Aber. Ja, nee, leider. Es ist hier kein. Es ist hier kein Hotspot, also dementsprechend es bildet sich kein, ne, wie soll ich sagen? Es bildet sich jetzt kein Straßenbild. Das ist immer an Orten, die nicht begehbar sind. Ich gehe nochmal kurz raus und nochmal rein. Ich guck mal, wo ich den mir am nächsten gucken kann. Was ich auch ganz geil finde, du kannst hier auf die verschiedenen Sachen klicken und kriegst in den meisten Fällen auch mal direkt ein Bild. Hier jetzt nicht unbedingt. Können wir hier irgendwas betreten? Ich muss gerade gucken, wo wir hier so Hotspot-mäßig irgendwas haben. Auf gut Glück kann man dann direkt hier runter und zumindest von den Straßenbildern aus was erkennen. Ist hier eine Straße? Ja! Okay, cool. Sehr schön. Okay. Das finde ich echt geil immer so an Google Earth Pro. Du hast jetzt hier, bist jetzt hier an dieser Straße und kannst von hier aus wirklich entlang gehen. Und ich müsste mal gucken, ob man von hier aus irgendwo den Tokyo Tower sehen kann. Denn wenn ich mich jetzt hier gerade mal so umdrehe, sehe ich ihn auf jeden Fall durch diese Hochhäuser schon mal. Doch, da ist er! Wenn es wirklich der Tokyo Tower ist. Ich glaube, es gibt nämlich auch. Gibt es mehrere? Wir gucken uns jetzt erstmal den an. Das ist schon gut hoch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der ist. Denn er liegt in Minato City. Könnte sein. Aber ich habe auf jeden Fall noch andere gesehen gehabt. Wir gehen mal ein Stück weiter geradeaus. So. Wir nähern uns einfach mal so weit wir können den Turm. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, guck mal. Guck mal, wie nah wir hier mittlerweile schon sind. Und man kann tatsächlich hier mit dem Bus auch hin. Ist sogar ein Fahrradfahrer am Start. Also es ist wohl irgendwie mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Wobei hier so Personen durchgestrichen sind. Wahnsinn. Aber auch dieser Komplex, der da unten drunter ist. Sehr kurios auf jeden Fall. Na, jetzt sind wir genau davor, vor dem Tokyo Tower. Und der ist so riesig. Wahnsinn. Und wenn wir mal ein Stück weiter geradeaus gehen, denke ich mal. So, was haben wir hier? Oh ja! Boah, Junge! Boah! Wie heftig, ey. Einfach mal ein bisschen so am Tokyo Tower vorbeischlendern. Wenn ihr Ideen habt, so Hotspot Japan-technisch mäßig,
wenn ihr irgendwas habt, was ich mal besuchen könnte oder was wir zusammen mal besuchen könnten, könnt ihr mir das wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da mega Bock drauf auf jeden Fall. Ich mache das total gerne, wirklich. Auch so freizeitmäßig so mal, einfach mal so. Ja. Okay. Ach, das ist, glaube ich, der Park, dieses Stück Wald, was wir gesehen haben, denke ich mal, ne? Ja. Gehen wir mal hier ein Stück lang. Vielleicht können wir auch mal ein Stückchen in dieses Wäldchen gucken. Ist natürlich abgeschirmt. Und weiter wie hier geht es jetzt nicht. Ich denke, wir werden noch mal hier hochgehen. Hier fahren aber auch Taxen lang. Oh! Okay, was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Ist das für Touris? Anscheinend schon. Gehen wir mal ein Stückchen näher dran noch. Mal guck mal, hier ist sogar was von One Piece. Ah. Okay, hier kann man wahrscheinlich reingehen. Tickets. Okay, hier kommt man rein. Und irgendwie muss man doch dann auch auf den Tokyo Tower hochkommen. Ich weiß nicht, ob das über einen gewissen Fahrstuhl gemacht wird. Keine Ahnung, keine Ahnung. Schon heftig, wie riesig dieser Turm ist, ne? Die Leute chillen und sitzen hier einfach hier vor. Wahnsinn. Das ist bekloppt, ey. Und hier sind wir dann wieder auf der anderen Seite, denke ich mal. Also man könnte jetzt noch hier runter weiter. Möchte ich aber gerade gar nicht. Ja, das könnte ein Hotel sein. Hier vorne. Werfen wir nochmal einen letzten Blick drauf. Boah, ist das heftig. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bis unterhalten. Wenn ihr noch andere Spots habt, die man mal besuchen könnte, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Ich gucke gerade, wartet mal kurz. Ich gebe jetzt hier mal Tokyo Tower ein. Tokyo Tower? Nee, alle Minato. Ich glaube, es gibt nur den. 2 bis 8. 3. Shibuya? Aber ich glaube, das ist nicht, das ist kein Tokyo Tower. Wir gehen mal kurz nach Shibuya. Shibuya. Ah ne, das ist Tower Records. Sorry. Will ich nicht hin, sorry. Nee, ich glaube, das ist was anderes, ne? Aber das war der einzig wahre Tokyo Tower tatsächlich. Nee, ist ein Café, okay. Ja, nee. War cool gewesen, hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ne, haut rein. Ciao, ciao.